Moin und willkommen zurück zum Smoothie. Vor ein paar Tagen habe ich, wie wahrscheinlich viele von euch, dieses Bild in meiner Social Media Timeline gehabt. Und nachdem ich dann diese passende Form gefunden habe, dachte ich mir, hey, es ist Zeit, Gummigach zu machen. Wer schon mal selbst versucht hat, Weingummi zu machen, weiß, meistens kommt da was wie Wackelpudding raus. Und ich will euch mal hier von Gummiwürmern, die ich jetzt gefunden habe, mal vorlesen, was unter anderem alles drin ist. Wir fangen an mit Glucose, Sirup, Gelatine. Da merkt ihr schon, Wasser ist da gar keins drin. Um Sachen haltbarer zu halten oder feucht zu halten, wird zum Beispiel Sorbitol verwendet. Das ist ein Zuckerersatzstoff. Und noch viele andere Dinge, die einige Leute vielleicht noch nicht mal aussprechen können. Und wie wir dieses leckere Gummigach machen, das zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir 60 Gramm Gelatine im Goldstandard. Wichtig ist, nehmt bitte gepulverte und keine Blattgelatine. Da geben wir jetzt ca. 120 Milliliter Wasser hinzu und rühren das Ganze einmal ordentlich durch, bis sich alles gelöst hat und lassen das dann im Anschluss 10 Minuten quellen. Ein kleiner Fakt, dieser Goldstandard ist eine sogenannte Bloom-Einheit von 240 bis 300. Das ist die Festigkeit, in der Gelatine angegeben wird. Kommen wir zu den nächsten Zutaten. Wichtig ist zumindest hier die Zitronensäure, die ist sehr stark, sehr potent, wenn sie so kristallisiert ist. Ihr könnt auch frischen Zitronensaft nehmen, ich bevorzuge für dieses Rezept aber jetzt hier diese Zitronensäure. Dann braucht ihr noch ca. 50 Gramm Zucker und 40 bis 50 Milliliter eines Cola-Sirups, der ist euch überlassen. Es muss mehr sein, als ihr für ein Glas benötigt und 250 Milliliter Wasser. Und dann einfach den Sirup, das Wasser und den Zucker miteinander vermengen. Das Ganze dann einmal nur schnell durchrühren. Und dann in ganz kleinen Prisen immer etwas von der Zitronensäure dazugeben. Einmal alles verrühren. Ihr solltet beim Abschmecken dann Zitrone merken. Es sollte wie eine überzuckerte Cola Lemon schmecken. Dann den Topf auf einen Herd geben und bei kleiner bis medium kleiner Hitze das ganze Ding dann erwärmen. Wichtig ist erwärmen, nicht kochen. Es sollte maximal, sollte es um die 65 bis 69 Grad haben. Und sobald dann der erste Dampf aufsteigt, könnt ihr auch schon die Gelatine dazugeben, die gequollen ist, und das Ganze natürlich dann ordentlich durchrühren. Rührt das Ganze so lange durch, bis die Gelatine sich komplett aufgelöst hat und lasst das Ganze dann nochmal 5 bis 10 Minuten vor sich herdampfen. Wichtig auch hier immer noch, nicht kochen lassen und zwischendurch immer gut umrühren. Ich fülle das jetzt alles in meinen Messbecher um. Ihr könnt das natürlich auch direkt aus dem Pott machen, den nächsten Schritt. Das ist euch selbst überlassen. Bei meiner Form war auch eine Pipette mit dabei, die werde ich jetzt nutzen, um das Ganze zu machen. Wenn ihr keine solche Wurmform findet, ihr könnt Formen nutzen, wie zum Beispiel für Stabeiswürfel. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, Strohhalme benutzen, das ist immer eine sehr beliebte Taktik gewesen. Oder, was auch geht, ihr nehmt einfach Kartoffel- oder Maisstärke und formt euch eure Gummibärchen oder eure Gummiwürmer selber. So macht's nämlich auch die Industrie. Wichtig ist, wenn ihr hier mit so einer Form arbeitet, achtet darauf, das Ganze halt immer richtig schön bis zum Rand zu füllen. Die Dinger gehen später ein bisschen ein, also nicht, dass ihr da vor kleinen Würmchen steht. Und das wiederholt ihr jetzt, bis ihr alle eure Formen befüllt habt. Bei mir hat es jetzt für 6 solcher Formen gereicht. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt andere Geschmäcker nehmen. Wichtig ist nur, das Ganze muss jetzt für 24 Stunden in den Kühlschrank. So, da haben wir mal unser Gummigach. Frisch aus der Form. Ist ein bisschen, ja, es hat ein bisschen Widerstand. Könnt ihr sehen, ich kann dran ziehen, ohne dass es zerreißt. Hat auch einen netten Biss. Wie echte Gummibärchen. Ich bin übrigens wieder bei der FatCon dabei. Und wie wir wie Pike kochen, das bringe ich euch in den nächsten Wochen bei, auf dem Weg zur FatCon. Ich werde euch auch einige Restaurants in Bonn vorstellen. Also ihr bekommt jetzt ein bisschen was im Wechsel. Alles auf meiner Road to FatCon. Bis dahin, euer Smoothie sagt auf Wiedersehen und wir sehen uns demnächst wieder.